Titel der Botschaft lautet heute Daniels Glaubensentscheidung. Gerade eben, als ich den Titel nochmal so gesehen habe, dachte ich mir, das sind zwei Teile. Teil A, Glaube, und Teil B, Entscheidung. Beides sehr wichtige Dinge, die wir heute etwas genauer von Daniel lernen werden. Zu Beginn möchte ich kurz beten. Lieber himmlischer Vater, vielen Dank, dass du uns nach dem Hebräerbrief nun erlaubst, dein Wort aus dem Buch Daniel zu studieren. Danke, dass wir heute durch die Glaubensentscheidung von Daniel lernen dürfen, wie wichtig und gesegnet es ist, schon in jungen Jahren eine Entscheidung des Glaubens zu treffen, als dein heiliges Volk zu leben. Bitte sprich in dieser Stunde zu uns und schenke uns deinen Heiligen Geist und ein offenes Herz für dein Wort. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Daniels Glaubensentscheidung. Daniel Kapitel 1, Verse 1 bis 21. Leitvers ist der Vers 8. Wir möchten den Leitvers einmal zusammenlesen. Bitte. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Wir danken dem Herrn, dass er unser Hebräerbrief-Bibelstudium reichlich gesegnet und uns geholfen hat, Jesus als unseren ewigen Hohenpriester und als den Anfänger und Vollender des Glaubens aufzunehmen. Mit unserem Blick auf Jesus dürfen wir in der Zeit des Leidens durch den Glauben und mit Geduld weiterlaufen und das Verheißene und Gotteszeugnis empfangen. In unserem Kampf des Glaubens dürfen wir alle Zeit auf diesen Jesus schauen und ihm nachfolgen, indem wir gemäß seinem Vorbild an seiner Schmach teilhaben und das Kreuz der Mission Gottes für die Weltcampus-Mission geduldig tragen. Lasst uns alle Zeit zu Jesus aufsehen und großartige Glaubensgeschichte für die geistliche Wiedererweckung in Europa schreiben. In den kommenden Wochen haben wir die Gelegenheit, das Buch des Propheten Daniel zu studieren. Wer war Daniel? Hier ist nicht Daniel Elsholz, sondern ein anderer Daniel gemeint. Daniel war ein jüdischer Junge, der in einer dunklen Periode der jüdischen Geschichte geboren wurde. Daniel wurde als Jugendlicher, vermutlich zwischen 14 und 17, ein Kriegsgefangener aus Juda in Babylon. Aber er stieg zum höchsten Beamten und engsten Vertrauten verschiedener Weltherrscher auf. Seine Dienstzeit überbrückte eine Spanne von knapp 80 Jahren. Daniel erlebte den Niedergang Judas, den Aufstieg und Fall des babylonischen Weltreiches und den Aufstieg des persischen Weltreiches. Könige kamen und gingen, aber Daniel bewahrte seinen Glauben und seine Glaubensentscheidung. Er traf eine kleine, aber konsequente Entscheidung des Glaubens in seiner Jugendzeit und hielt daran sein Leben lang fest. Als er daran festhielt, empfing er Gottes Hilfe in schwerer Anfechtung, dazu Gottes Segen und auch die Autorität, als ein geistlicher Hirte sogar auch für Könige gebraucht zu werden. Sein Glaube und seine Glaubensentscheidung leuchten und strahlen bis heute wie des Himmels Glanz und weisen viele zur Gerechtigkeit wie die Sterne immer und ewiglich, so wie es in Daniel 12,3 heißt. Im heutigen Text lernen wir, dass Gott eine Glaubensentscheidung, an der wir treu festhalten, reich segnet. Gott möge uns durch das Daniel-Bibelstudium helfen, wie Daniel eine persönliche Glaubensentscheidung vor Gott zu treffen, daran festzuhalten und als Männer und Frauen des Geistes Gottes in Gottes Heilsgeschichte gebraucht zu werden. Teil 1. Daniel, ein Kriegsgefangener aus Juda in Babylon. Verse 1 bis 7. Sehen wir uns die Verse 1 und 2 an. Wir möchten diese Verse einmal zusammenlesen. Bitte. Im dritten Jahr der Herrschaft Jojakims, des Königs von Juda,
zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Jojakim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land China bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. König Jojakim war der drittletzte König Judas. Jojakim war 25 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 11 Jahre in Jerusalem. Während seiner Regierungszeit kam es zu einem Wechsel der weltpolitischen Machtverhältnisse. Durch den Sieg bei der Schlacht von Karkemisch, ca. 605 v. Chr., errang der babylonische König Nebukadnezar die Vorherrschaft im östlichen Mittelraum von den Ägyptern. Etwa ein Jahr später, das war ca. im dritten Regierungsjahr des Königs Jojakim, unterwarf Jojakim sich König Nebukadnezar. Nebukadnezar erlaubte Jojakim, als Vasallenkönig weiter zu regieren. Aber Nebukadnezar nahm seinen Tribut, unter anderem von den Tempelschätzen, und er nahm auch Gefangene von der königlichen Familie und von anderen adligen Familien der Juden. Daniel und seine drei Freunde wurden damals mitten aus ihrem Leben herausgerissen. Sie waren von edler Herkunft, aber nun wurden sie als Kriegsgefangene nach Babylon verschleppt. Dies geschah ca. 18 Jahre vor der endgültigen Zerstörung Jerusalems durch die Rebellion von König Zedekia. Sehen wir uns die Verse 3 bis 4 an. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären. Also fähig, an des Königshof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. König Nebukadnezar war nicht nur militärisch erfolgreich, sondern auch ein von seinem Vater Nabopolassar gut geschulter und kluger König. Er wusste, dass er, um sein riesiges multikulturelles Reich zu regieren, die Hilfe der Angehörigen der unterworfenen Völker brauchte. So ließ er unter den Gefangenen der unterworfenen Völker junge und fähige Leute auswählen. Diese sollten eine intensive dreijährige Erziehung durchlaufen, indem sie unter anderem die Schrift und Sprache der Chaldäer lernten. Dann durften sie darauf hoffen, in den höheren Dienst des Königs berufen zu werden. Sehen wir uns die Verse 5 bis 7 an. Wir möchten diese Verse auch einmal zusammen lesen. Bitte. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise. Und von dem Wein, den er selbst trank, so sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren Osuda, Daniel, Anja, Michael und Asaja. Der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen, nannte Daniel Belshazzar, Hananja Schadrach und Michael Meshach und Asaja Abednego. Die Zahl der Jünglinge in der Gefangenschaft ist nicht bekannt. Es mögen Hunderte gewesen sein. Die Zahl der Auserwählten ist auch nicht bekannt. Aber unter ihnen waren diese 4, die auserwählt waren, die königliche Ausbildung zu durchlaufen. Menschlich betrachtet konnten sie vielleicht stolz darauf sein. Ihnen winkten die beste Ausbildung, im Anschluss der königliche Dienst. Aber der Preis war hoch. Sie mussten sich völlig unterwerfen und ihr bisheriges Leben ganz hinter sich lassen. Der König bestimmte sogar, was sie von nun an essen sollten. Auch wurden ihre Namen geändert. Daniel, das heißt Gott ist Richter, wurde Belshazzar, was Baal schützt den König bedeutet. Hananja, das heißt Gott ist groß, wurde Schadrach, Herrschaft des Mondgottes. Michael, wer ist wie Gott, wurde Meshach, wer ist wie der Mondgott. Asaja, das heißt Gott hat geholfen, wurde zu Abednego, das heißt Diener von Nergal.
Der Name eines Menschen ist sehr wichtig, da er etwas über die Persönlichkeit und Vision eines Menschen aussagt. Daniel und seine Freunde mussten ihre bedeutungsvollen jüdischen Namen abgeben und bekamen neue Namen, die von den babylonischen Göttern und der babylonischen Kultur abgeleitet wurden. Es bestand für Daniel und seine drei Freunde einerseits ein sehr starker Druck durch die babylonischen Besatzer. Auf der anderen Seite war es eine starke Versuchung, Neubabylonier zu werden, indem sie ihre geistliche Herkunft aufgaben und ihren Glauben an Gott ablegten. Was war das Ziel des babylonischen Königs? Die auserwählten Männer sollten umerzogen werden und die Identität als Babylonier und Diener des babylonischen Königs annehmen. Dies erinnert mich an Präsident Putin in Russland. Der versucht auch, die Ukrainer umzuerziehen und ihre Identität zu ändern. Genauso geht es auch in unserer Zeit. Satan arbeitet nicht nur mit Peitschen, sondern durch verschiedene Methoden, um die Gläubigen zu versuchen. Unsere Mitarbeiter der neuen Generation und die Hoffnungsträger am Campus sind in einer ganz ähnlichen Situation. Europa war einst das christliche Abendland. Aber heutzutage gleicht Europa geistig betrachtet dem damaligen Babylon. An den Schulen und Hochschulen wird die Anbetung Gottes und das geistliche Erbe Europas von vielen sehr stark kritisiert und relativiert. Dagegen werden die Lehren des Humanismus, nämlich ein Leben ohne Gott, die Rechtfertigung der Homosexualität und des Genderismus sowie ein Lebensstil, bei dem jeder so leben soll, wie er es möchte, unterstützt. In dieser Umgebung ist es für uns sehr einfach, unsere geistliche Identität als Volk Gottes und als Hirten und Bibellehrer zu verlieren und sich dem weltlichen Lebensstil anzupassen. Darum sollen wir hier innehalten und uns überlegen. Wie können wir in dieser säkularen Umgebung mit der klaren Identität als Kinder Gottes leben und unsere von Gott anvertraute Mission als Hirten und Bibellehrer erfüllen? Gott gibt uns die Antwort durch das Beispiel von Daniel. Wir können von ihm lernen, wie wir in einer gottlosen Umgebung unsere geistliche Identität festhalten und von Gott gebraucht werden können.